der Schulchor immer und es waren 80 oder 90 Mann auf der Bühne und jetzt stehen hier 30, ich habe gar nicht gezählt. Es ist nicht so, dass wir uns sehr verkleinert haben im Chor, sondern ich persönlich fand es immer schade, dass der Chor durch die Größe, also durch die 80 bis 90 Mann, die wir immer hatten, ein bisschen anonym war. Also ich kannte die Mädels, momentan sind es ja du Mädels, nicht gut, weil in so einer großen Gruppe mit 90 Mann kann man nicht alle kennenlernen. Und auch hört man manchmal schlimm, ach, wenn da 90 Mann singen, dann ist es doch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt heute da bin oder nicht. Und da habe ich überlegt, was probieren wir mal in diesem Halbjahr anders. Also haben wir seit diesem Halbjahr eine Regelung gefunden, dass wir in der fünften, fast im ersten Mittwoch, die Fünfer und Sechser hatten. Das sind die, die gerade hier stehen. Im zweiten Mittwoch im Monat waren die Siebener bis Neuner. Und der dritte und vierte Mittwoch waren dann alle. Sodass in jeder Gruppe, in den kleinen Gruppen vor allen Dingen, die einzelnen Leute doch auch mehr gefordert waren. Also sehen Sie heute den Chor nicht in der Großformation nur, natürlich auch, sondern auch in den verschiedenen kleinen Gruppierungen. Es starten heute jetzt also die Fünfer und Sechser mit dem Story of My Life. Und ich bin sehr froh, dass Sie auf der Bühne sind, weil, das können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn man sonst immer mit 90 Mann gesungen hat, und plötzlich sind wir nur 30. Das bedeutet, dass man braucht viel mehr Mut, um sich mit dir hinzustellen und das zu präsentieren. Und ich bin froh, dass die so mutig sind. Also viel Spaß bei Story of My Life. After you, I chase.
5er und 6er und die 7er bis 9er in den kleinen Gruppen. Und ich finde es sehr schön, dass sie sich jeweils auch in der kleineren Abteilung auf die Bühne getraut haben. Jetzt können wir aber nochmal die komplette Mannschaft hier auflaufen lassen. Wir sind dieses Mal um die 80, glaube ich, weil ein paar in Finnland sind. Im Austausch haben wir, glaube ich, ein paar Verluste, aber ungefähr so die Zahl müsste es sein. Die nächsten, wir singen uns drei Lieder mit dem Schulchor. Die nächsten beiden kennen Sie aus dem Radio, die liefen im letzten Jahr bestimmt rauf und runter. Das ist einmal Pompeji von der Gruppe Basti und Wake Me Up von Avicii. Hey.
Und dieses Medley werden wir Ihnen jetzt präsentieren, das Blue Five Medley. Aber bevor wir den letzten Song singen, möchte ich einen dicken Applaus besonders spenden an Josefia, die immer ihre Pause und auch den Anfang von der Erdkunde war es, glaube ich, ne? Erdkundestunde gewidmet hat für uns, dass sie uns immer schön auf dem Klavier begleiten konnte. Auch ein Dank an den letzten Lehrer.